Das Innkraftwerk Passau-Ingling ist seit 1966 in Vollbetrieb. Jährlich erzeugt es Strom für 140.000 Haushalte. Jedes Kraftwerk ist eine Barriere für die Fischwanderung. Es zerschneidet den Lebensraum zwischen unterhalb und oberhalb eines Kraftwerks. Deswegen müssen wir hier Abhilfe schaffen. Bei Passau-Ingling ist der Platz begrenzt. Die Fische müssen mehr als 11 Meter Höhe überwinden. Das geht nicht in einem Stück. Daher bauen wir eine technische Hilfe ein, den sogenannten Beckenpass. Bei so einer technischen Fischwanderhilfe werden Becken gebaut, mit Hilfe von Betonelementen und Steinen. So können sich die Fische Stufe für Stufe hocharbeiten und dazwischen frische Kräfte sammeln. Wir haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht, beispielsweise hier an der Altarmschwelle beim Donaukraftwerk Altenwörth in Niederösterreich. Die Fischwanderhilfe Passau-Ingling ist eine von vielen Maßnahmen im Rahmen des EU-geförderten Projekts Life Blue Belt Danube Inn. Es geht dabei einerseits darum, die letzten Kraftwerke an Donau und Inn barrierefrei zu machen, aber auch um die Errichtung von neuer Lebens- und Laichräume für Fische und andere Wasserlebewesen entlang von Donau und Inn. Bei der Fischwanderhilfe müssen wir zahlreichen Einbauten des Kraftwerks ausweichen. Zum Beispiel wird es als besonderes Highlight einen Fischtunnel geben, um unter der Kranbahn des Portalkrans unten durchzukommen. Um die Anlage bei aller Platznot trotzdem attraktiv für Fische zu machen, werden einige Teile naturnah ausgeführt. Die Planungen sind nahezu abgeschlossen. Wir hoffen, dass wir heuer noch einreichen und im Laufe des kommenden Jahres die Genehmigung für die Fischwanderhilfe in Passau-Ingling bekommen.